südlichen Dingetal im nassen Fischereihafen von Bremerhaven. Dort werden heute benötigt um 15 Uhr Gang 6 sowie der Vorarbeiter 2. Um 18 Uhr die Vorarbeiter 1 und 4. Um 20 Uhr die Gänge 1, 2, 4 und 7. Von der Fangreise zurückerwartet wird ein isländischer Importer. Das, meine Damen und Herren, war die Rundschau am Mittag mit Harald Zetran. Hören Sie uns wieder heute Abend um 17.05 Uhr auf Radio Bremen 1 Hansa-Welle. Es ist 13 Uhr, Radio Bremen mit Nachricht. Das Parteipräsidium der Freien Demokraten hat sich dafür ausgesprochen, die Mitwirkung von Bürgern der Bundesrepublik an der Herstellung von chemischen Waffen im In- und Ausland als kriminelles Unrecht unter Strafe zu stellen. Die Windvorhersage bis morgen früh, deutsche Bucht West 5 bis 6, morgen Südwest 6, Nordwest drehen, westliche Ostsee West 5 bis 6, morgen Südwest 6, die Messwerte von 12 Uhr, Flughafen Bremen, West-Südwestwind Stärke 3, Temperatur 9 Grad, relative Luftfeuchtigkeit 87%, Luftdruck 1031 Hektopascal, Tendenz 2. Bremerhaven, Südwestwind Stärke 4, Temperatur 8 Grad, relative Luftfeuchtigkeit 89%. Wir hören Nachrichten, die nächsten Wendungen um 14 Uhr, 13 Minuten und dann halbe Minute. Radio Bremen Verkehrsdienst. Meldungen über Verkehrsstörungen liegen uns nicht. Und hier, meine Damen und Herren, Hinweise auf das Radio Bremen Programm. Auf Radio Bremen 1, Panzerwelle, um 20.05 Uhr ein niederdeutsches Hörspiel von Karl-Heinz Köhn, Peer Malbesel. Der Flotte Rudi wird ermordet. Es stellt sich heraus, dass er am letzten Abend seines Lebens viermal Besuch hatte. Und jeder der Besucher hätte ein Motiv. Es ist 14 Uhr, Radio Bremen mit Nachrichten. Die sogenannte Steinbruch-Kommission hat unter Auflagen die Wiederaufnahme von Flugzeugen empfohlen. Verteidigungsminister Scholz hatte die Expertenkommission unter Vorsitz des ehemaligen Luftwaffeninspekteurs Steinhoff nach dem schweren Flugunglück in Ramstein eingesetzt. In dem heute vorgelegten Bericht heißt es, die Akzeptanz der Landesverteidigung sei in hohem Maße von der Begegnung des Bürgers mit den Streitkräften abhängig. Radio Bremen 1, Hansa-Welle. Gleich 14.30 Uhr, Zeit fürs Wetter im Omnibus auf Radio Bremen 1. Hansa-Welle, es geht los mit Berlin. Tempelhof bedeckt 9 Grad. Köln-Bonn bedeckt 7. Frankfurt-Main bedeckt 4 Grad. Stuttgart heiter 0 Grad. Freiburg Nebel ebenfalls 0 Grad. Kopenhagen bedeckt 8. Moskau bedeckt 2. Amsterdam bedeckt 9 Grad. London bedeckt ebenfalls 9 Grad, Brüssel bedeckt 7, Paris Nebel minus 1, Nizza heiter 7 Grad, Zürich Nebel 2, Wien bedeckt 6 Grad, Prag bedeckt 4, Budapest wolkig 6 Grad, Istanbul bedeckt 6 Grad, Athen wolkenlos 12, Rom wolkenlos 4 Grad, Palma de Mallorca wolkig 9, Madrid wolkig 2 und Lissabon heiter 7 Grad. Hier ist eine Aufnahme von Schweiz. Wir wissen ja, dass ein Buch mitgehabt mit 13 Tage, der hofft schon auf den Sommer, wenn der Sommer kommt. Das waren gerade Parrish und Tupano, die das so schön gesungen haben. Song In My Heart, eine neue Single von ihnen. Sie haben auch gerade eine neue EP gemacht, The Shores of the Great Ocean heißt sie. So, und das war dann die zweite Stunde im Omnibus auf Radio Bremen, eine Hansa-Welle. Wir machen weiter nach den 15 Uhr Nachrichten, da kommen wir dann zu den großen 8. Und wie bereits angekündigt, gibt es heute eine kleine Neuerung. Also, bis gleich.
Es ist 15 Uhr hier auf Radio Bremen. Meine Damen und Herren, wir senden das Programm von Radio Bremen 1 Hanserwelle bis 18 Uhr. Jetzt auch auf der Kurzwelle 6190 kHz, entsprechend 48,40 Meter. Es folgen Nachrichten. Die rund 80 gestern in Leipzig festgenommenen Teilnehmer einer inoffiziellen Demonstration sind nach Angaben aus Kirchenkreisen in der Messestadt wieder auf freiem Fuß. Die Wettervorhersage: nur gelegentlich auflockernde Bewölkung und heute niederschlagsfrei. Morgen im Tagesverlauf etwas Regen. Tageslufttemperaturen 6 bis 9 Grad. Tiefstwerte nachts bei 7 Grad. Mäßige bis frische Winde aus West bis Süden. Die Aussichten über die Wochenmitte weiterhin mild und kaum Auflockerung. Wir hören Nachrichten. Die nächsten senden wir um 16 Uhr bis 15 Uhr. Radio Bremen, der Schiffsdienst. Meldungen über Verkehrsstörungen liegen uns nicht. Unser Programm im Band. Auf Radio Bremen 2 Kulturell, Bremer Bildungsprogramm, Deutschlands Nachrichtenkonzert. Die aufregende Erfahrung der neuen Freiheit. Auf Radio Bremen 3, Bremer Dreierland und auf Radio Bremen 4. Radio Bremen 1, Hansawelle. Und hier geht's weiter mit den großen 8 der Hansawelle am Mikrofon, Klaus Mellwiebel. Tja, ich habe angekündigt, heute eine Neuerung, und zwar gibt heute noch eine zusätzliche, Gewinnchance bei den großen 8. Und zwar können Sie heute, nachdem alle Titel gespielt wurden und ich die Zusammenfassung gemacht habe, bis zu diesen 5 vor 4 sein, auch bei uns anrufen und Ihre beiden Lieblingstitel per Telefon wählen. Jeder 20. Anrufer erhält dann eine Single. Diese zusätzliche Chance besteht bis genau 16 Uhr 15. Also wenn der 5 vor 4 ist, kurz nach 4, da können Sie anrufen. Eine doppelte Gewinnchance bei den großen 8. An der Wunsch-LP-Verlosung, wir verlosen heute 5 Landschaftsplatten nach Wunsch, nehmen allerdings nur diejenigen teil, die ihre beiden Lieblingstitel auf eine Karte schreiben und diese senden an Radio Bremen, die großen 8, Postfach 2800 Bremen 33. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Ich habe noch angehört, als ihre beiden Lieblingstitel auswählen und diese auf die Postkarte schreiben und als zusätzlich noch ein bisschen. Nun geht's los mit Rang 8. Whitney und Suzy Houston, I know them so well. 7,2% melden die Bad Boys Blue mit Hungry for Love, damit auf Rang 6 neu dabei, bei den großen 8 der Hansawelle. Sie wissen ja, jeder kann sich an dieser Sendung beteiligen. Sie brauchen nur ihre beiden Lieblingstitel auf eine Postkarte zu schreiben. Diese senden an Radio Bremen, großen 8, Postfach 2800 Bremen. Hier auch Titel und Interpreten mit. Heute, nachdem ich alle Titel nochmal genannt habe, gegen Ende der Sendung, da können Sie dann bei uns anrufen und Ihre beiden diesen Titel per Telefon wünschen und da Sie sind dann wieder 20. Anrufer. Es gibt keine Kartenkontrolle mehr, ne? Der Titel darf nicht mehr gewählt werden, ich bin schon mal dabei gewesen. Glückwunsch, Terry, der Sonderhand von der Bundesbahn, gewählt worden, 21,7%. Tja, ein Neueinsteiger auf 2, Herbert Grönemeyer. Und auf dem letzten Platz von großen 8 der Hansawelle Robin Beck mit The First Time, die Platz von 23,9% gewählt. So landeten die anderen 2,5% für Uhr, viel zu lange zu gut gegangen, auf 10 und auf 11.
Und dann haben wir letzte Woche 5 Doppelalben verlost, 5-mal das Album Highlight haben gewonnen. Dann gab es einen Trostpreis, und zwar ein Single-Paket, 5 Stück. Heute gibt es ja 5 Pflanzenpaket nach Wunsch zu gewinnen, und natürlich auch einen Trostpreis, den ich bislang noch vergessen habe. Da wird das eine Maxi-Single sein. Auf die Karten ihre beiden Favoriten und zusätzlich die Wunsch-LP, hier auch die Gruppe mit dem Testing vertreten. Und wie gesagt, heute gibt es zusätzliche Chance, so ungefähr ab 10 Uhr 4, dass Sie dann bei uns auch anrufen können. Das erkläre ich dann aber nochmal. So, nun kommen wir zu den Neuvorstellungen dieser Woche. Das war die erste Neuvorstellung, Tony Carey mit Room with a View. Die Bundesregierung hat nach Angaben von Finanzminister Stoltenberg für das Haushaltsjahr 1988 nur 35,3 Milliarden Mark neue Schulden aufnehmen müssen. Stoltenberg hat über eine Pressekonferenz zum Abschluss des Bundeshaushalts mit, die seien rund 3,3 Milliarden Mark weniger als im Nachtragshaushalt des letzten Jahres eingespart war. Stoltenberg sagte, die Netto-Kreditaufnahme habe damit im vergangenen Jahr die Rekordmarken der Jahre 1981 und 82 unterschritten. Die Wettervorhersage stark zu Wolf, morgen im Tage zur Leute von Rügen, Temperaturen nach 9 Grad. Die Aussichten am Mittwoch und Donnerstag heute Koffen der Welt. Ну, могу еще силы, надо сказать.
Hier am Mikrofon verabschiedet sich Klaus Nellibel und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Uhr Radio Bremen mit Nachrichten. Mittwoch nächste Woche mit der Affäre befassen. Hansa-Welle. Rundschau am Abend, Zeit im Funk. Zu der Rundschau im Studio Harald Gerstbrand. Die Themen in der Rundschau am Abend, die Themen also bis 17:30. Zuerst. Türkei verletzt Menschenrechte. Bremer Bürgerschaftsabgeordnete von Delegationsreisen. Bürgermeister Klaus Wedemeyer mit ihm diese Frage, wie denn das Kuddelmuddel im Bremer Bauressort, das Planungskuddelmuddel aufzulösen, gleich besprechen will. Zwei Presseerklärungen, Herr Bürgermeister, hat das Bremer Rathaus in den zurückliegenden Tagen herausgegeben. Eine am 16. Januar, da heißt es, Bürgermeister Klaus Wedemeyer sagt, Bauressort bleibt einheitlich. Und heute gibt es nun eine Information der Freien Hansestadt Bremen, ihres Rathauses. Da heißt es, der Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung behält die entscheidende Kompetenz für die Stadtentwicklung. Bei dieser Doppelstickmethode wird mit einem Stich ein Bild doppelt gestickt. Von Ex-SPD-Senator Wolfgang Kahrs stickt auf Deubel komm raus an der Attraktivitätssteigerung. Und der Wirtschaftssenator beruft sich auf eine Umfrage der Wickertdienstmethode, wonach 5,5 Millionen Bundesbürger der Hobbystickerei gefallen sind. Deshalb werde die Abwerbung des Stickmuseums nicht nur breites überregionales Interesse finden, sondern, so wörtlich, auch gestalterische und kulturelle Impulse ausstrahlen. Christdemokrat Klein packt nichts. Uhr, guten Abend, meine Damen und Herren, wir senden Nachrichten. Anschließend auf Radio Bremen 1 Hansa-Welle und Radio Bremen 3 einen Kommentar zum Abschluss der KSZE-Folgekonferenz in Wien. Radio Bremen 1 Hansa-Welle. Radio Bremen 3. Mit den Goldies nach 6 am Mikrofon ist Holger Arnold. Radio Bremen präsentiert Hot Jazz Meeting 89. Am Sonnabend, den 21. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Bremen. Karten wie immer an den bekannten Vorverkaufsstellen. Und dazu kann ich Ihnen erstens verraten, dass es noch Karten gibt. Und zweitens möchte ich Ihnen etwas über das Programm verraten. Das beginnt ja in Halle 4 der Stadthalle in Bremen um 20 Uhr. Und von 20 Uhr bis 20.30 Uhr spielen das Jazzband Ball Orchestra aus Krakau. Danach 20.35 Uhr bis 21.05 Uhr Axel Zwingenberger, Champion Jack Dupree und die Mojo Blues Band.
21.10 bis 21.40 Uhr dann Dixieland vom Feinsten, Münsters Old Mary Tale Jazz Band aus Hamburg natürlich. Danach gibt es eine kleine Pause und dann nochmal Dixieland von 22 Uhr bis 22.35 Uhr mit Mr. Acker Wilk aus England, der Mann mit der Melone. Und um 22.40 Uhr bis 23.30 Uhr Swing mit der NDR Big Band und der Sängerin Etta Cameron. Diesen Teil werden wir mitschneiden, selbstverständlich, und senden ihn dann in Ausschnitten mit unserer Sendung Hot Jazz von Radio Bremen. Die gibt es jeden Sonnabend von 18.10 Uhr bis 20 Uhr, also zur gleichen Zeit, wie Sie jetzt Radio Bremen hören. Wann diese Mitschnitte dann gesendet werden, das werde ich Ihnen dann in der Sendung noch sagen. Das wird so im Verlauf des Jahres 89 sein. 19 Uhr, Radio Bremen sendet Nachrichten. Un momento di presa di conoscenza del giovane che viene a contatto, se poi sono corsi internazionali, il giovane prende in contatto, conosce, sente altre campane molto bene che avvengono. Poi ci sono i concorsi internazionali. Auf Radio Bremen 2 kulturell nach der Gute-Nacht-Geschichte um 19.10 Uhr ab Schwarzen und Weißen Tasten, Kompositionen von Johannes Brahms und Frédéric Chopin. Das neue Sachbuch um 19.30 Uhr und um 19.45 Uhr ein Intermezzo mit Musik von Gardel und Boxer. Auf Radio Bremen 3 bis 19.40 Uhr das türkische Programm. Anschließend die anderen ausländischen Sendungen. Und auf Radio Bremen 4 bis 20 Uhr die 101. Radio Bremen 1, Hansa-Welle. Gold ist nach 6, Teil 2, am Mikrofon ist Holger Arno, und ich möchte noch ein bisschen Abbiamo trasmesso Onda Verde 2. Zwang holt mal den nächsten drin. Ich habe bloß noch Fräulein Rühl hier. Ach, die tippen haben sie ja mit Överston. Ist aber nicht just allerbeste Weg. Na, kann ich mir denken. Aber ein Bild von deren sich. Nein. Wirklich? War der an diesem Bobzin gefunden hat? Wie will doch wieder so blieben, ja? Hört er doch nicht hoch? Ich mein, wenn so ein deren abends wie ein Mann zu Besuch kommt, das muss doch an noch Kerl zu die Chaussee bringen, im war den Kaffee zu tun. Oder in Wermut. Ja, und für alle, die sich neu dazugeschaltet haben, hier ist die Hansa-Welle von Radio Bremen und hier ist mein Kapitän, der zwei Punkte mit der Leute abgeladen hat, die Spaß an der Country-Musik haben. Ja, und wir haben heute auch zu Hause jede Menge nette Leute mit Special Guests. 22 Uhr, Radio Bremen, sind es noch gespielt. Das waren in der Jazzzeit Aufnahmen mit dem Duke Jordan Trio. Neben Jordan Piano waren noch Wilbur Little Bass und Joy Haynes Schlagzeug zu hören. Morgen können Sie in der Jazzzeit den zweiten Teil dieser Live-Aufnahmen vom 20. September 1976 aus der Denki Hall in Fukuoka, Japan hören. Radio Bremen sendet Nachrichten. Die Wasserstandsvorhersage des Deutschen Hydrographischen Instituts Hamburg. Sie hörten Nachrichten.
Die nächsten können Sie um 0 Uhr auf allen vier Programmen von Radio Bremen hören. Abschließend die Zeit. Es ist 23.05 Uhr. Radio Bremen Verkehrsdienst. Hinweise der Polizei auf Verkehrsstörungen liegen nicht vor. Der Seewetterbericht. Die Wetterlage von heute 19 Uhr. Sturmtief 987 Svinøy. Skagerrak. Südwest 7, zunehmend 9. Mäßige Sicht. Kattegat sowie Belte und Sund. Südwest 6, zunehmend 7 bis 8, nordwestdrehend, mäßige Sicht. Soweit der Seewetterbericht. Bevor wir uns in den ARD-Nachtexpress einblenden, grüßen wir die Besatzungen aller Schiffe in unserem Sendebereich und wünschen Ihnen eine gute Reise. Abschließend noch einmal die Zeit, es ist genau 23.14 Uhr. Direkt von der Plattenhülle sieht mich jetzt Peter Rubin mit seinem allerbesten Blick an. Und er stellt die Frage, für mehrere Augenblicke, können diese Augen lügen?